Kapitän bei AIDA bin ich bereits seit 7 Jahren und das erste Schiff, das ich damals unter meinem Kommando gehabt habe, war die AIDA Vita. Ja, schon vor der Zeit als Kapitän war ich im Neubauprogramm bei AIDA unterwegs und habe so die AIDA Diva, Bella, Luna, Blue und auch die AIDA Prima mit in Dienst gestellt. Ja, mit der Liebe, da ist das ja manchmal so, dass man gar nicht weiß, wieso. Und so ist es bei mir auch mit den Schiffen. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, die Liebe zu Schiffen, die ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist frei von jeder Gier nach Besitz. Die AIDA Perla ist natürlich ein wunderschönes Schiff mit unendlich vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, was dieses Schiff besonders ausmacht, das ist die Besatzung und das Lächeln der Besatzung, denn das ist hier wirklich zu Hause und ich bin stolz, Kapitän dieser Crew zu sein. Ich habe, nachdem ich damals selbstständig war und auch Wirtschaft und Informatik studiert habe, schnell gemerkt, das Leben hinterm Schreibtisch und auch in einem Hörsaal mit 1000 Studenten, das ist nichts für mich und habe mich dann entschieden, mal etwas ganz anderes zu machen und ja, hinaus in die weite Welt zu fahren. Und jetzt bin ich hier. Auf die Taufpatin, da freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Ich hoffe, ich bin nicht viel kleiner als sie. Ja, und so ein Küsschen von der Taufpatin, das ist ja eigentlich obligatorisch für den Kapitän. Und das ist ja auch nicht schlecht.